Ah, ja. So, Stimme wieder ein bisschen geölt. Jetzt müssen hier noch Balken hin. Und zwar einer von da. Genau, das muss dann so sein. Ja, das sieht gut aus. Richtig. Der muss natürlich noch höher. Und dann zwei daneben noch mal einer. Der steht natürlich genau davor, vor diesem Dings hier. Deswegen mache ich hier keinen Eingang hin. So, und auch... Sollte da was hin? Darüber? Weiß ich jetzt nicht mehr. Muss ich nochmal nachsehen. Wenn es nicht sein soll, dann mache ich das eben wieder weg. Hier aber noch... Ah nee, das war das falsche Holz. So. Ich muss Eichenholz holen. Und ja, die Kiste steht ja hier. Nein, die steht immer noch hier. So, Eichenholz. Ja, kann ich gleich noch ein bisschen mehr mitnehmen. So und so. Zack, zack. Okay. Ich glaube, das war so. Da muss ich nochmal nachschauen. So. Zack. Komme ich da hin? Wenn ich genau bin? Ja. Dann geht das. Ja, doch. Ich glaube, so sollte das sein. Und, ach, oh, genau. Dann kann ich ja schon mal... Hier nochmal. Das da... Soll noch ganz eingebaut werden. Hier, genau, so. Und das auch. Okay. Ja, das kann ich erstmal lassen. Da oben drauf, genau. Und alles, was innerhalb ist, also hier außen jetzt über diesem Weg hier, das bleibt frei. Bis da hinten, da wird es wieder zugemacht dann. Dass hier so eine Balustrade entsteht. Ja, so soll das sein, genau. Und, oh, Moment, hier fehlt dir was. Hä, was? Ach so, die habe ich einfach noch nicht gesetzt. Ja, richtig. Gut, ich habe erst die inneren hier gesetzt. Ja, dann muss da hier was hin. So, da kommt der natürlich weg hier. Ja, noch fehlt die Treppe, noch kann man nicht hochgehen. Aber das macht nichts, das kommt alles noch. Hier war das dann. So, und da oben einen... Ach, das ist... Da muss... Dann machen wir das eben schnell. So. Da muss das so hin. Der kann wieder weg. So und so, genau. Ja. Mal von allen Seiten begutachten. Mhm. Das sieht schon mal gut aus. Ja, okay, dann... oder wollen wir mal was Interessantes machen? Machen wir mal die Lapis-Lazuli-Blöcke hier. Dann kann ich die von der Liste wieder streichen. Genau, jetzt haben wir lange... Oh, da sind wieder so Bäume. Ja, wir brauchen das Holz. Ach, und den Baum wollte ich auch noch abschlagen. Ja, ja, gut. Ja, mache ich alles noch. Irgendwann. Also jetzt haben wir lange genug ein bisschen mit Holz rumgebaut. Und jetzt machen wir mal ein bisschen Abwechslung. Fangen wir gleich mal ein bisschen mit der Dekoration an. Ich habe hier relativ viel... Von diesem Lapis Lazuli. Moment mal. Nee, nee, ich brauche mehr. Ich brauche 6 Lapis Lazuli Blöcke. So. Und ich mache jetzt mal lieber nicht mehr. Den Rest von dem Lapis Lazuli Zeug hebe ich mir auf. Das brauche ich nochmal fürs Färben. Und fürs Verzaubern natürlich. Oh, guck mal, ich habe eine Lapis Lazuli Erz. Ja, ich brauche noch. Ich brauche noch Rotsteinerz. Tatsächlich diese Blöcke. Ich könnte mir mal ein Bett da reinstellen. Naja. Dann gehe ich eben wieder ins Birkenhaus. Oder Birkenholzhütte oder wie auch immer. So, rein da noch. Ups. Ein kleines Nachtmahl. So, ich kann mich ja mal in dieses Bett hier legen. Muss ja nicht immer das gleiche sein. Ja, draußen hört man schon die Skelette.
Wo bin ich denn hier? Sehr, genau. So, Lapis Latz. Wen haben wir denn da? Sünd mir hier ja nichts an, da du. So. Lapis Lazuli Blöcke. Genau, hier. Moment, den kann ich da dazu packen. So, zack, zack, zack. Und dahin, genau, in der Mitte, da hinten, da soll nämlich sowas hin. Zack, zack. Und ein Erdklotz darunter. Holen wir mal ein bisschen. Ach, Moment, dann kann ich das aber auch gleich hier machen, oder? Das ist hier. Stimmt, daneben kommt eine Mauer hin. Da haben wir Erde. Moin, da schießt jemand auf mich. Und trifft nicht. Ach, da. Komm runter da. Los. Hey. Ah, ich treffe den nicht. Ah, aber jetzt so. Oh, das war's ja schon. Okay, gut. Dann ging das ja schneller als gedacht. So, was wollte ich jetzt? Erde und, Holz. Ich brauche... Ah, das ist eigentlich egal, was für ein Holz ich nehme. Falltüren sehen ja alle gleich aus. So, zack. Und da. Jetzt kann ich aber nur eine Falltür dran bauen, weil da die Kiste im Weg steht. Ja, egal, dann lasse ich das eben erstmal. Aber so soll es aussehen. Und da sollen dann noch drei Blumentöpfe hin mit Blumen drin. Und dann ist das hier, diese Fassade hier fertig. Oder hatte ich das noch höher? Stimmt, das hatte ich doch... Ich hatte das noch irgendwie anders. Ja, ich weiß aber nicht mehr wie. Egal, ich guck nochmal nach. Und da kommen bunte Glassteine hin. Ich glaube, da sollte rosa Glas hin, genau. Und hier sollte auch noch was hin. Hellblaues, glaube ich. Ah, dann könnten wir aber hier mal das machen, genau. Den Boden der Werkstatt. Ja, schade, dass sich das... Das haut... fällt jetzt alles ins Wasser. Ich werde das hier auf jeden Fall mit Erde unterfüttern. Ich hole gleich das Holz wieder raus. Das will ich jetzt hier nicht im Wasser versauern lassen. Ich kann nicht mit Erde wieder hochbauen. Ja, genau, ich muss... Ups. Ja, so. Ich muss ja sowieso mit Erde unterfüttern. Oder will ich jedenfalls. Ich habe übrigens auch rausgefunden, wie man einen Dingstrank braut. Hier, Trank der Unterwasseratmung oder wie es heißt. Das ist ein bisschen kompliziert, aber... Ja, nee, wir haben nicht alle Zutaten, aber die können wir schon irgendwie kriegen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann mal. Nee, ich muss jetzt hier weitermachen. Und dann, ich habe ja in der Kopiewelt auch schon mal für dieses Haus einen Keller gebaut. Ich habe jetzt nicht wirklich vor, hier einen Keller zu bauen. Es sei denn, es findet sich jemand, der einen Keller bauen will, dann soll es mir recht sein. Aber ich will jetzt erstmal, zumindest erstmal keinen bauen. Aua, ja, ist gut. So, habe ich schon Luft geholt. Vielleicht überlege ich es mir nochmal anders. Das ist auch viel Aufwand, dann unter Wasser. Dann also, du musst erstmal das ganze Wasser weg. Moment. So. Ach, ich muss nur noch eine Reihe hier machen. Na gut. So. Nee, lass mich hier raus. Ich will nicht ersticken. So. Okay, und dann hier noch. Hey, Erde hin. Na gut, dann muss ich wieder raus und dann. So. Und jetzt soll hier so ein Karo-Muster gemacht werden aus... hier aus Eiche, aus Fichte. Ah, da haben wir auch noch Fichtenholz. Ja, okay, dann schmeiße ich das wieder weg hier. Und, hier. Da haben wir nicht mehr so viel. Schwarzeiche. So. Da kann man dann richtig mal rustikal irgendwo drauf rumhauen auf dem Boden. Das sollte dem nicht so viel ausmachen. So, 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 so. Und dazwischen dies Holz. Das ist ja recht grobes Holz. Davon haben wir auch so viel. So, da hinten macht das sowieso nicht viel, weil da ja Werkbank und Dings hin soll. Und Öfen. Aber nein, muss alles gut sein. So, haben wir noch Holz? Ja.
Dann basteln wir doch gleich mal. Ah, die Werkbänke kann man stapeln. Ja, auch gut. So, wie hatte ich das vor? Da sollte eine hin. Nein, so, so und so. Und dann da zwei Öfen hin. Ja. Hier Kisten. Und was sollte da hin? Das weiß ich nicht mehr. Ist aber auch egal. Da muss irgendwas hin. Ja, aber ich weiß nicht mehr was. Gut, da muss ich eben nachsehen. Ja, dann kann ich hier... Moment mal, ich kann mal das Laubzeug hier wegpacken wieder. So, diese Dinge hier auch. Das auch mal. Ich könnte noch ein paar Fenster setzen. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Die Werkbänke auch mal. So, ja. Machen wir doch da drin mal die Fenster. So, hier. Denn die sollen ja auf jeden Fall sein. Hier und da. Okay. Und da... Ah, Moment mal. Hier soll... Da soll ein großes Fenster hin. So. Und... Na, mit Glas bis da unten. Machen wir das Glas hier. Jetzt die Steine wieder einsammeln. So. Und ich kann die Steine gleich dann da oben hinsetzen. Genau, da sollen die hin. So, genau, so soll das Fenster sein. Mhm. Dann kann ich jetzt hier mal zumachen. Ja, das soll ja komplett zugemacht werden. Aber hier soll noch Holz hin. Da, genau. Und hier, genau, hier wird auch komplett zugemacht. Na, ich gehe mal hier hoch, dann habe ich es einfacher. Das ist doch richtig hier so, oder? Wo habe ich jetzt das Schwarzeichenholz hier? Packen wir das mal zusammen. Oh, ich krieg Hunger. Ich muss, also jetzt hier im echten Leben, ich werde gleich Honigbrot essen. Oh, lecker, ja. Ich mag Honig gerne. So, das geht noch etwas höher. Okay, gut. Da noch weiter. Da, da und da. Ja, und das, wie gesagt, alles... Ja, doch, genau. Das soll alles zu. Aber richtig zu, nicht so. So, das hier, das wird mein Schlafzimmer. Da wird man, genau, das, ich weiß jetzt nicht genau, wie groß das wird, aber hier ungefähr so, da kommt das Schlafzimmer hin. Und das hier, das wird ein Besprechungsraum und dann kann man hier rausgehen und dann ist man hier draußen. Hier kommt eine Sitzecke hin. Genau, das kann ich ja schon mal machen hier so. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie weit das gehen soll. Muss ich nochmal sehen. Da kommt ein Fenster hin. So, so. Da auch. Ah, aber nur ein kleines. Ja, das macht ja nichts. So. Richtig. Naja, gut. Was machen wir jetzt noch? Noch zum Abschluss irgendwas Interessantes, wenn mir was einfällt. Außer Essen. Noch ein paar Bäume abschlagen. Nein. Nee, das ist doof. Also nützlich zwar schon, aber nee, irgendwie doof. Wir könnten noch... Boah, was machen wir denn noch? Draußen, genau. Ich habe eine Idee. Sandstein. So, so, so. Das 4 Stück brauche ich davon. Gut, und Erde habe ich sowieso draußen. Dann kümmern wir uns noch mal ein bisschen um die Terrasse. Aber das kann eigentlich jemand machen, der nicht weiß, wie das sein soll. Ja, stimmt auch wieder. Nö, dann lasse ich das mal. Und ich kann sie immer noch selbst machen, wenn es denn sein soll. Gut, dann hauen wir das wieder rein und hier. Oh, es wird echt Zeit, dass ich was esse. Das Glas lasse ich nochmal da, ja. Moment mal, da hinten haben wir noch Fenster. Oh, Glas. Hier ins Inventar. Da unten. Ins untere Inventar. So, wenn das alles nichts ist, dann... Wenn es in Wirklichkeit dann doch anders sein soll, ja, dann...
mache ich das eben alles wieder raus. Und hier soll ein großes Fenster hin. Ja, dann kann ich da oben wieder zumachen. So. Ich glaube, dass das so war, oder? Ja, ich meine schon. Ich muss doch mal gucken. Ich habe es ja eben nicht mehr so genau im Kopf. War hier auch noch ein Fenster? Ich weiß nicht mehr. Also hier war auf jeden Fall keins. Das ist sicher. Ich brauche auch noch Unmengen an Bücherregalen. Aber das war ja klar. Dass es bei mir nicht ohne Bücherregale geht. So, habe ich jetzt noch... da habe ich noch was. Genau, so. So, und... Oh, da fehlt wieder was. Ach, Mensch. Also, wenn da ein Fenster hin soll, dann auf jeden Fall so. Ich muss mich mal hinlegen. Und ich glaube, dann beende ich auch die Folge, weil es ja schon Zeit geworden ist. Ja, das mache ich. Es ist dunkel, dann beenden wir jetzt die Folge hier. Und es wird in der nächsten Folge... geht's weiter. In der nächsten Aufnahme. Dann bin ich hoffentlich nicht alleine. Ich weiß nicht, wer da sein wird und wie viele... wenn keiner Zeit hat, ja, dann bin ich eben doch alleine. Und dann bauen wir einfach so am Haus weiter. Aber jetzt erstmal ab ins Bett und auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.